Ich möchte vielleicht auch noch was sagen. Ich habe mir, also irgendwie ist heute alles schief gelaufen. Ich habe mal auch eine Rede vorgeschrieben, habe ich auch liegen lassen. Irgendwie ist heute der Wurm drin, so ein bisschen. Ich will euch mal ein bisschen berichten, wie für mich die Woche war. Seit dem letzten Montag. Es waren für mich viele, viele Hochs und viele Tiefs. Ich war zwischendurch sogar ein bisschen depressiv, irgendwo zwischen Zorn und Hoffnungslosigkeit. Und es hat zum einen natürlich damit zu tun, was Heidi gesagt hat, den inneren Frieden finden. Also was für einen Weg gehe ich, was mache ich in meinem Leben. Auf der anderen Seite hat es aber auch damit zu tun, dass ich schaue, was passiert draußen. Dass ich mir ein Bild mache, abseits der Mainstream-Medien, was passiert. Und der Grund, warum wir hier sind, montags, jeden Montag, der ist immer noch nicht zu Ende. Die Kriegsgefahr wird immer größer, die lässt nicht nach. Aber ich habe mich natürlich auch gefragt, was mache ich eigentlich? Wo investiere ich meine Zeit rein? Macht es wirklich so viel Sinn, mich hier hinzustellen und mit Menschen versuchen, zusammen eine friedliche Welt irgendwie neu zu erfinden, während 90% der Menschen einfach vorbeilaufen, als ob sie nicht betreffen würde? Als ob die nichts damit zu tun hätten. Und das ist für mich so ein Stück, warum ich weiß nicht, warum teilweise mich ein bisschen Hoffnungslosigkeit manchmal überkommt. Wenn ich die Menschen so anschaue, das ist nicht als Vorwurf gedacht, aber wenn ich mir angucke, was die Woche passiert ist, und das ist ja auch ein Punkt, damit wir einfach beim Aktuellen bleiben, habt ihr mitgekriegt, was die Woche passiert ist, der Rasmussen. Wer ist das nochmal? NATO-Generalsekretär oder keine Ahnung, irgendjemand von der NATO war in Kiew. Ja? Was hat er denen gesagt in Kiew? Die NATO steht euch bei einem militärischen Konflikt mit Russland. Bitte? Der kriegt noch einen Orden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich verstehe das Ganze nicht mehr. Was genau wird dort unterstützt? Gleichzeitig wirft der Putin vor, er würde die Ukraine destabilisieren und sagt zu Putin, er soll seine Truppen, die er auf seinem Land in Russland hat, von der Grenze wegschaffen, weil er das Ganze herausfordert. Während gleichzeitig, und das verstehe ich nicht, warum die Menschen nicht den Mund aufmachen, warum die Menschen vorbeigehen, warum die Menschen einfach mal, als ob es uns nicht betreffen würde, während gleichzeitig in der Ukraine, ob er das, weiß nicht, ob er das mitgekriegt hat, mit der Stadt Donzek mittlerweile umzingelt von den, und ich nenne das jetzt mal so, von den pro-westlichen Separatisten, von den Faschisten und den Nazis, die in der Ukraine an der Macht sind. Es sind nach wie vor dieselben Oligarchen an der Macht, die vorher an der Macht waren, bevor die dort unten gepusht haben. Und die ganze Sache ist noch nicht aufgerollt. Wie war denn das damals bei der allerersten Demonstration dort? Scharfschützen haben Menschen niedergeschossen, sowohl von den Demonstranten als auch von den Gegendemonstranten. Ist bis heute nicht aufgeklärt, wer das eigentlich war. Man hat Bilder gesehen, wie in der Ukraine. Das soll eine legitime Regierung sein. Die haben auf den Wahlautomaten im Parlament, haben sich über die Tische gebeugt und alle Knöpfe gedrückt. Und da stehen wir jetzt hinten dran, da steht die NATO hinten dran, da steht Deutschland hinten dran. Wenn wir ganz genau wissen, dass das Nazis und Faschistinnen dort unten sind, habt ihr Odessa schon vergessen? Habt ihr euch das wirklich mal angeschaut? Oder warum schaut ihr alle weg? Ich kann es nicht verstehen, warum alle vorbeilaufen hier. Habt ihr das denn nicht gesehen? Da haben Menschen wie wir friedlich demonstriert. Da kamen prügelnde Horden, haben die ins Gemeinschaftshaus getrieben und die haben es nicht einfach angesteckt. Die sind zuerst mit Baseballschlägern durch und haben die alle totgeschlagen. Egal ob Kinder, ob Schwanger, ob Mann oder Frau, ob alt oder jung. Das unterstützen wir. Während Putin vorgeworfen wird, er würde dort destabilisieren. Er würde dort eingreifen. Dort findet ein Massenmord statt. Dort findet ein Genozid statt. Und die Menschen hier meinen wirklich, es würde uns nicht betreffen. Ich muss euch eins leider Gottes sagen, denjenigen, die die Waffen herstellen, denen ist es scheißegal, ob Deutsche, Amis, Ukraine oder sonst jemand damit erschossen wird. Und bevor wir nicht hier aufstehen und endlich sagen, so kann es nicht weitergehen, wird es auch irgendwann uns treffen. Merkt ihr das denn nicht mehr? Ich verstehe es einfach nicht mehr, wenn ich die Menschen umschaue. Es gab ja schon seit einigen Jahren im Netz so ein bisschen den Witz von dieser Zombie-Apokalypse. Manchmal komme ich mir so vor, ich bin umgeben von Konsum-Zombies.
Worum dreht sich denn das Leben? Worum dreht sich das Leben? Ich habe gestern noch eine schöne Rechnung gesehen, wenn ihr einfach mal genau nachrechnet, was ihr eigentlich für euer Geld bekommt, für das ihr arbeiten geht. Dann arbeitet ihr 3/4 eurer Zeit, eurer Lebenszeit, gebt ihr dem Staat und nicht euch. Ist das schlau? Ich finde es nicht schlau. Ich will ja jetzt nicht die ganze Zeit, ich will keinen beleidigen oder sonst was, aber wer soll es denn machen, wenn nicht wir? Wann sollen denn die Menschen sagen, stopp, es ist genug, wenn man doch offensichtlich sieht, da unten sind wieder Nazis und Faschisten am Treiben und wir bezahlen es mit unseren Steuergeldern. Ist es wirklich das, was ihr wollt, liebe Menschen in Deutschland? Dann bin ich wirklich sehr, sehr enttäuscht von euch. Ich weiß nicht, ich kann jetzt da gerade nicht nochmal einen positiven Kick hinterhergeben. Vielleicht, ich muss das jetzt einfach mal loswerden, ich kann es nicht mehr verstehen. Kommt doch endlich in die Püschen. Es gibt eine Bewegung, es gibt immer mehr Bürgerbewegungen, die sich für Aktivitäten einsetzen, die Alternativen sind zu den bestehenden Systemen. Wir brauchen keinen Wettbewerb, um zu überleben. Wir brauchen das Geld- und Wirtschaftssystem, so wie es jetzt ist, nicht um zu überleben. Und das ist auch nicht einfach so. Ich höre immer wieder von Menschen, ja, das ist halt so. Nein, es ist nicht so. Was so ist, ist, dass wir essen müssen, dass wir trinken müssen, dass wir atmen müssen und dass wir lieben müssen. Alles andere können wir uns frei gestalten, Leute.